Sieben ein. Wir haben Munition, Vorräte, alles, was Sie wollen. Ich muss jetzt los. Passen Sie auf sich auf. Diese Ruinen sind ein hartes Pflaster. Ja. Hallo, großartiges Amerika. Hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden. Wussten Sie, dass unter uns Leute mal Ordnung und Sicherheit zerschlagen wollen? Diesen Radikalen sind Sie völlig egal. Diese Leute kümmert Amerika. Ah, klasse, dafür brauchen wir Dietrich 100. Mist. Was geht hier vor? So, haben wir sonst noch etwas? Lassen Sie sich nicht von Ihrem pseudo-ritterlichen Unsinn. Ja. Radio. Hallo, Underworld-Ansässiger, das ist Snowflake. Ja, das ist ein Person. Okay, Underworld-Ansässiger. Wie geht's denn so? So. Wo ist denn die Bitch-Pussy? Azukal, da haben wir ihn ja. Setzen, trinken, zahlen. Na, sieh mal einer an. Eine Glatthaut, die mir noch nie über den Weg gelaufen ist. Ich bin Azrukal und das ist der Ninth Circle. Die Leute haben Probleme und ich hab Schnaps. Nun, Schnaps und ein paar andere Stärkungsmittel. Falls sie was brauchen, einfach Bescheid sagen. Wer ist der Typ da in der Ecke? Das ist Charon. Sagen wir mal, er ist ein loyaler Angestellter. Machen Sie mir keinen Ärger, dann macht er Ihnen keinen Ärger. Er ist also dein Sklave. Nein, er ist kein Sklave. Sie beleidigen mich. Ich glaube nicht an die Sklaverei. Abscheulich. Ich glaube an den freien Willen. Es ist undenkbar, eine andere Person gegen ihren Willen festzuhalten. Ketten werden verdient, nicht auferlegt. Charon traf einige Entscheidungen, die ihn in meine Dienste führten. Die Art des Vertrags zwischen ihm und mir geht niemanden etwas an. Ich möchte Charons Vertrag besprechen. Sie wollen über den Vertrag sprechen? Er ist für mich und den Nine Circle von sehr großem Wert. Um was genau geht's denn? Können wir uns nicht auf ein klares Geschäft einigen? Wir könnten eine Abmachung treffen, aber Sie würden das Geschäft nicht mögen, das ich Ihnen anbiete. Ich mag eben keine Konkurrenz, überhaupt nicht. Das geht gegen meine Prinzipien als Geschäftsmann. Es besorgt mich, dass es eine andere Schnapsquelle in der Stadt gibt. Greta, die Kellnerin drüben im Carrots. Bringen Sie sie um. Mir egal wie, aber machen Sie es leise. Wenn Sie es tun, bekommen Sie Charons Vertrag. Warum soll Charon einfach nicht tun, okay? Klar, Greta ist mir egal, ich mach's. Freut mich, das zu hören. Kommen Sie wieder, wenn sie tot ist. Dann gehört Ihnen Charons Vertrag. Ich gebe Ihnen einen Rat. Seien Sie behutsam. Öffentliches Herumballern bringt nur die Stadt gegen Sie auf. Und dann kann ich Ihnen nicht helfen. So, ich muss jetzt los. Man muss sich die Leute schön saugen. Dogmeat. Bleib hier, beweg dich nicht, bis ich wiederkomme. Willkommen. Optionen, Audio. Was ist das für ein Geruch? Es gibt da was zu berühren. Das ist Charon. Er ist fest.
Desaster. In Ordnung, anscheinend können wir Sharon jetzt nicht mehr holen. Schade. Ja, was ist? Oh, ein Neuankömmling. Tut mir leid, das war wirklich unhöflich. Willkommen, willkommen bei Carols. Ich bin Carol. Ist nicht groß, gehört aber mir. Sagen Sie Bescheid, falls Sie etwas brauchen. Greta besorgt Ihnen Lebensmittel und ich kümmere mich um die Zimmer. Schön, hier mal wieder jemand Neues zu sehen, auch wenn's nur eine hässliche Glatthaut ist. War ein Scherz. Echt jetzt, Ihnen wird's hier gefallen. Jemals von Kerl namens Gob gehört? Gob? Klar kenne ich den. Er ist mein Sohn. Nun, nicht so, wie Sie sich's vorstellen. Wir Ghule sind da anders, aber ich liebe ihn, als wäre er mein Sohn. Kennen Sie ihn? Haben Sie ihn gesehen? Geht's ihm gut? Er arbeitet in einer Kneipe in Megaton. Was für wunderbare Nachrichten. Wenn Sie ihn sehen, sagen Sie ihm, dass seine Mutter ihn vermisst und ihn lieb hat und hofft, dass er glücklich ist. Aber er sollte nicht versuchen, mich zu besuchen. Es ist zu gefährlich. Nein, er sollte bleiben, wo er ist. So. Greta, falls Sie gerade Zeit haben, ich wollte etwas zu trinken. Kein Problem, was darf's denn sein? Brauchen Sie irgendwas, Schätzchen? Was sagt die Speisekarte? Am besten isst man die Gerichte gleich, wenn sie noch lauwarm sind. Okay. Hat auf dem Weg nach unten besser geschmeckt. Warum zur Hölle wecken Sie mich? Bin mir nicht sicher, ob ich was Nützliches weiß. Das kostet Sie... Ja. Warum zum Teufel haben Sie... Es ist ein Ort für... Wir mögen... Tschö. Oh, Sie schon wieder. Ja. Oh. Hat auf dem Weg nach unten besser geschmeckt. Warum zur Hölle wecken Sie? Ach. Und Sie. Hä? Nicht. Alter, ich habe Durst. Klar, Schätzchen, was darf's denn sein? Brauchen Sie irgendwas, Schätzchen? Er ist ein komischer Kauz. Vor ein paar Monaten beschloss er plötzlich, was dagegen zu haben, dass die Leute uns Zombies nennen. Kein Ghoul wird gerne Zombie genannt, aber Crowley baute sich vor den Menschen auf und forderte sie fast dazu heraus, es zu sagen. Fragen Sie besser nicht, was drin ist. Sie Menschen scheinen etwas schwache Mägen zu haben. Danke. Hallo? Jetzt hat sie wenigstens eine Waffe. Oh, bitte. Eine weitere. So, schade. Anscheinend haben wir wieder mal unseren Hund in der Kneipe vergessen. Wie jeden Abend um 19 Uhr. Los, Junge. So, gehen wir, Junge. Hat auf dem Weg nach unten besser.
Und anschließend, wenn wir die Quest für diesen Mr. Burke... Nee, nicht Mr. Burke, wie heißt der denn? Je nachdem, wie er heißt. Es ist mir egal. Mr. Jetzt weiß ich es wieder. Mr. Crowley. Abgegeben haben. Nehmen wir alles nieder, was uns vor die Flinte kommt in der schönen Stadt Underworld. Galaxy News Radio. Tür ist offen, Schluss mit dem Gesumme, ja? Hm. Was für ein Gesumme? Ich hab doch überhaupt nicht gesungen oder gesummt. Gut. Mal schauen, ob wir hier wieder mal irgendetwas klauen können bei Three Dog. Anscheinend nicht. Ja, wir verlieren gerne Karma. Klasse Arbeit. Echt klasse. Hey, so eine Überraschung. Der Held des Ödlands ist wieder da. So, was ich musste. Danke, Sweet Dog. Hey, Sie sind es, den wir unseren ganzen Dank schulden. Sie haben der Tyrannei einen schweren Schlag versetzt. Endlich ist die Stimme von GNR wieder im ganzen Ödland der Hauptstadt zu hören. Eden und die Muties werden sich freuen. Aber bevor ich zu meiner Aufgabe zurückkehre, wollen Sie doch sicher etwas über dieses Militärwaffenversteck erfahren. Ja, bitte. Auf diesem Holoband finden Sie den Lagerort des Waffenverstecks. Ich hoffe, Sie können sie brauchen und kämpfen weiter. Denken Sie daran, uns auf dem Laufenden zu halten, während Sie da draußen sind. Und passen Sie auf sich auf. Ich muss jetzt los. Wenn Sie einen Unterschlupf brauchen, kommen Sie doch zu... So, was können wir denn als nächstes machen? Nach Megaton? Vielleicht. Was? Three Dog ist tot? Mit denen haben wir doch noch gerade gesprochen. Hm. Interessant. So, Ruin von Bethesda. Was haben wir hier noch? Schrottplatz. Minefield, Tempel der Einheit, Canterbury Commons. Ich weiß nicht, wie ich dazu komme. Die Republik Dave, Oasis. Wie komme ich denn... dort zu dem Hamiltons Stupfwinkel? Arifu. Schule von Springvale. Vault 101. Was für Aufgaben haben wir denn noch? Schieß auf den Kopf Rileys Ranger. Schieß auf den Kopf. So. Haben wir hier irgendwo in der Nähe? Ja, genau hier. Reise nach Rivet City.
Was springen Sie hier so blöd rum? Penner. Na. Ich kenne sie nicht und schere mich nicht. So, Bursche. Wollen Sie sich mit mir anlegen? Das wäre Munitionsverschwendung. Fleck. Das hier ist das Waffengeschäft Fleck. Sie müssen etwas töten. Mit so jemandem macht man gern Geschäft. Falls. Gegenstände, was haben wir denn so dabei? So, jetzt müssten wir eigentlich. Ja, da wollten wir nicht hin. Oberdeck. Hotelzimmertür. Ich bin gleich bei Ihnen. Angela's Deli. Ja, Black and Shrapnels. Christy Young, nee. Das Ganze hier suchen wir nicht. Treppenhaus. Mitteldeck. Mal schauen, ob wir hier was finden können. Auf jeden Fall sind wir hier auf der richtigen Spur.